Freunde, seid wieder begrüßt auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal wieder was von einem Fremo-Treffen. In Teil 1 möchte ich euch das Arrangement vorstellen. Ihr könnt es hier schon sehen. Dieses hat sich in einem Schulgebäude in Fluren befunden, und äh, hier habt ihr habt dann nochmal eine Skizze mit den, den Bahnhöfen und Anschließern. Und alles weiter erzähle ich euch beim Überflug. Viel Spaß. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Das hier ist der Schattenbahnhof Onnen. Und hier begeben wir uns dann auf die eingleisige Strecke Richtung Oberroden, den nächsten größeren Bahnhof. Ihr seht, alles wieder sehr schön ausgestaltet. Der Standard wächst und wächst von Jahr zu Jahr. Ich finde es immer wieder toll. Hier ist der Haltepunkt Kreidach, auch mit einem Anschlussgleis. Und nun kommen wir über eine langgezogene Kurve zum Bahnhof Oberoden mit seinem BW. Ja, jede Menge Orange hier im BW, wie das wohl kommt. Das könnten, glaube ich, meine Mittelstädter Kreisbahnfahrzeuge sein. Da geht es dann zur KBE. Habt da auch gesehen. Ich glaube, ich habe leider vergessen, diesen Ast zu filmen. Asche auf mein Haupt, weil er war wunderschön. Und da war so viel Industrie, Hafen, alles einfach nur toll. Ich bin da selber ein bisschen enttäuscht, dass ich es nicht gefilmt habe. So, mittlerweile bin ich auf die andere Seite der Strecke von Oberroden gewechselt und wir kommen weiter Richtung Bahnhof Kranenburg. Auch hier wird es wieder für eine Verästelung geben. Aber fahren, fliegen wir erstmal Richtung Kranenburg. Übrigens, Kranenburg, ein Nachbau des wirklichen Bahnhofs Kranenburg. Und wer sich alte historische Aufnahmen mal raussucht, wird vieles erkennen, was hier alles stimmig ist. Hier die Ketchupfabrik Heinz. Und hier trennen sich wieder die Strecken. Nach links geht es einmal zur Zeche Otto, Hankensbüttel, Deutz und Klabotki. Das ist dann auch wieder KBE. Und hier auf dieser Seite geht es weiter Richtung dem Bahnhof Hoffnungstal. Der liegt da. So, jetzt bin ich wieder ein paar Schritte zurückgegangen auf die andere Seite von Kranburg. Und wir biegen jetzt mal links ab zur KBE-Wille. Als erstes kommt dann unser Otto, die Zeche, mit einem Haltepunkt. Also, ich kann euch sagen, das ist ein so toller Trümmer. Riesengroß, aber eine Wirkung. Wahnsinn. Und macht auch Spaß drin zu rangieren. Hier ist nochmal ein kleiner Schattenbahnhof. Das soll den Chemiebereich des Industriegebietes darstellen. Hier ist der Abzweig Hankensbüttel. Als nächstes kommt dann Deutz. Auch zwei schöne Betriebe. Viel zu rangieren. Ja, und als letztes der kleine Schattenbahnhof Klabotki. Ich zeige ich euch das Ganze nochmal von der anderen Seite. Ja, das macht schon Spaß. Nun sind wir wieder an dem Ausgangspunkt vor Hoffnungstal und gehen jetzt mal die Strecke von Hoffnungstal Richtung Ebderode und Großalmerode West ab. Also ich kann euch sagen, es gab richtig viel Strecke zu fahren. Das ganze Arrangement hatte eine Streckenlänge von 180 Metern. Also, unsere kleinen Loks mussten schon ein bisschen was leisten. Aber man war wirklich lange unterwegs. Aber das werdet ihr auch nachher nochmal in den Videos, das war übrigens Elb der Rode, ähm, in den Videos sehen mit der Führerstandsmitfahrt. Ich kann euch sagen, ich war sehr, sehr lange unterwegs. Hier kommen wir nach Großalmerode. Auch was Neues in der Entstehung und da wird sich auch einiges tun, was man da zu rangieren hat, ist schon gut. Ja, und weiter geht's mit der Strecke von Kranburg nach Hoffnungstal. Hier sehen wir jetzt den Bahnhof Hoffnungstal, auch ein sehr schöner Bahnhof, immer viel Betrieb dort. Und wenn man es dann geschafft hat, durch den Bahnhof durchzukommen, geht es weiter zum Bahnhof Mittelrot. Und auch hier könnt ihr wieder sehen, schön viel Strecke. Und das macht, weiß Gott, mehr Spaß als ein Treffen, wo ganz viele Betriebsstellen sind, aber nur ganz wenig Strecke. Das ist nicht so schön. Hier, richtig toll. Auch dieser Flur von dieser Schule, die, der lädt einfach dazu ein. So, nun kommen wir zum Bahnhof Mittelroth. Richtig schöner Landbahnhof. Direkt hinter dem Bahnhof Mittelrot die Anschlussstelle Keck. Da werden gerade noch Wagen neu aufgestellt. Weiter geht wieder über die Strecke zum nächstgrößeren Bahnhof und der heißt Mönchhof. So, hier seht ihr, wie eine weitere Strecke von links kommt. Das ist die Strecke zur WLE, zur Westfälischen Landeseisenbahn. Da haben wir jetzt schon einen Blick auf Lippertor. Jetzt gehen wir erstmal hier lang. Wie gesagt, das hier ist der Bahnhof Lippertor. Da jede Menge blaue Loks der WLE. Dieses Treffen ist ja also sowieso immer unter dem Motto Privatbahn der frühen 60er. Nur, dass wir diesmal zwei hatten. Das war mal was Erfrischendes. Auch in Lippertor zweigt natürlich dann wieder viel ab. Hier geht es zu einem Industriegebiet. Mit Hafenanschluss. Das wäre dann jetzt einmal der Anschluss Kleinamerika mit seinem Hafenbecken. Habt ihr ja auch schon ein paar Mal in manchen Videos von mir gesehen. Und hier kommen wir zum Hafen Zollhöft. Also wenn das nicht original alles aussieht. Kleinamerika, Zollhöft, dann weiß ich es auch nicht mehr. Einfach toll. Das ist schon mal ein großes Gasometer. Das sind schöne Größen. So, jetzt nochmal ein kleiner Schwenk auf Kleinamerika. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite von Lippertor. Auf der Rückseite sozusagen. Er hat auch ein Industriegebiet angeschlossen, kleinen Schattenbahnhof. Hier mal die Stellwerkstechnik vom Bahnhof Lippertor. Schön, alles mit Hebeln und wird schön ausgeleuchtet. Fahrstraßen werden natürlich geschaltet. Hat sich schon jemand Gedanken gemacht um die Technik. Ja, von Libertor fahren wir jetzt Richtung dem Bahnhof Allagen. Vorher kommen wir noch vorbei an der Domäne. Aber das sehen wir dann gleich. Erstmal wieder Strecke. So, hier sehen wir jetzt den Anschließer Domäne. Dann geht es wieder in einem Bogen rum und dort liegt dann der Bahnhof Allagen, von dem Domäne bedient wird. Das heißt also, man muss erst nach Allagen fahren und dann beim Zugleiter erfragen, ob man zurückdrücken darf zur Domäne. Allagen war übrigens letztens im Bürgerhaus in Allagen ausgestellt und hat wohl derbe für Zuspruch gesorgt. Hier Alagen Dorfstraße, der Haltepunkt. Und weiter geht's. Waldenau. dann wieder jede Menge Strecke, bis wir dann zum Anschließer Hillenberg kommen, der jetzt hier zu sehen ist und hier wurde der Bruchstein dann immer verladen auf der WLE und ging in die weite Welt. Hinter Hillenberg kommt dann der Endbahnhof, Fladungen. Und hier ist wirklich Erfahrung gefragt, weil hier muss man jede Weiche schlüsseln. Das ist gar nicht so einfach. Als letztes sind wir jetzt wieder zurückgeflogen nach Mönchshof und werden jetzt den letzten Ast des Arrangements abfliegen. Mönchshof, auch ein sehr großer Bahnhof mit Zuchtbildungsfunktionen. Immer viel Action dort, viel Rangiererei, viel Personal. Und hat auch mittlerweile schöne Industrieanschließer gekriegt. Nach dem Bahnhof Mölchhof kommt der Anschließer Nordstern. Auch dieser ist relativ neu und in der Entstehung. Und wie man sieht, mittlerweile steht schon das erste Gebäude. Auch das wird wieder ein sehr interessanter Anschließer und macht jetzt schon Spaß drin zu rangieren. Ja, das letzte Streckenstück. Hier nochmal durch einen Tunnel, ein Geländeeinschnitt und der letzte Tunnel, bevor wir dann in den Schattenbahnhof Dibbats kommen. Und das war es dann auch mit dem Überflug vom Arrangement. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen oben. Und wer noch kein Abo hinterlassen hat, gerne ein Abo. Bis zum nächsten Teil. Tschüss.